Im Entwicklungszentrum von Infineon in Graz rauchen die Köpfe. 400 Mitarbeiter und Studierende überlegen sich von früh bis spät, wie sie unsere Elektronikwelt noch besser machen können. Wir haben in unserem Team 85% Akademiker. Das ist hauptsächlich Elektrotechnik, Telematik, Informatik, also technische Studienrichtungen und einen hohen Anteil internationaler Mitarbeiter. Die Mikrochips, die sämtliche Reisepässe dieser Welt sicherer machen, wurden hier in Graz ebenfalls entwickelt, wie das kontaktlose Bankomat-Bezahlsystem. Mein Name ist Walter Bachler und ich sorge dafür, dass Sie sicher und kontaktlos zahlen können. Walter hat nun sogar einen Ring mitentwickelt, mit dem man bezahlen kann. Im Labor wird getestet, wie weit man ihn vom Bezahlterminal entfernt hinhalten kann, damit er noch funktioniert. Genau das probieren wir herauszukitzeln, was geht von der Performance. Und das ist auch das, was den Ring jetzt einzigartig gemacht hat, dass er genauso gut funktioniert wie eine Karte. Ein solcher Entwicklungsprozess dauert mehrere Jahre. Deshalb gilt es, heute schon zu wissen, was in der Zukunft gefragt sein wird. Mein Name ist Markus Dielacher und ich bringe Ihrem Handy räumliches Sehen bei. Dank Markus Mikrochip-Technologie entstehen quasi in Echtzeit 3D-Bilder auf dem Smartphone. Das ist besonders praktisch, wenn man sich zum Beispiel eine neue Wohnung einrichten will. Die Kamera sendet Infrarotlichtpulse aus, die werden irgendwo im Raum reflektiert, werden vom Sensor wieder empfangen und die gemessene Zeit vom Aussenden der Pulse, bis sie wieder zurückgekommen sind, kann dann in eine Entfernung umgerechnet werden. Bevor Infineon in die Serienproduktion geht, müssen die Prototypen viele Qualitätsprüfungen überstehen. Mein Name ist Negin Agassi und ich achte darauf, dass unsere Innovationen im Alltag funktionieren. Mit speziellen Softwareprogrammen oder Geräten testet Negin alle entwickelten Produkte auf Funktionalität und Sicherheit. Derzeit etwa Reifendrucksensoren, die in unseren Autos eingebaut werden sollen. Ich habe eine Funktion von unserem Baustein über Temperatur getestet, ob es auch bei minus 40 Grad zum Beispiel die Anforderungen erfüllt. Denn die Anwendungen von Infineon müssen nicht nur praktisch, sondern vor allem auch sicher sein.